Ich will das da. Kann doch nicht so schwer sein. Fische. Guck hier. Filetieren. Zack. Alles nehmen. Und Schwarzbarbe. Aha! Alles nehmen. So. Aber ich brauche ja noch mehr davon, ne? Nehmen wir den noch. Siehste, siehste. Leerer Topf. Seltsame Substanz. Okay. Was kann man denn noch? Ein Salat? Lernen. Ich habe ein Fischsteak gelernt. Das können wir jetzt auch kochen. Wenn wir ein Feuer haben. Oh, guck mal. So, jetzt hier Feuer anmachen. Wir machen jetzt ein Fischsteak. Können wir noch eins machen. Gibt bestimmt viel mehr Nährstoffe. Aber ich will hier auch dieses hier, das hier. Wir brauchen Schrauben. Schnell, schnell, Schrauben. Schrauben? Da? Nein. Da? Ach, lass, machen wir die Fischeier da rein. Wir können ja jetzt erstmal hier, guck mal, hier so einen Fischsteak essen. Oha! Jetzt haben wir da. Ich hoffe, dass wir nicht vergiften. Drei Stück. So, für was brauchen wir? Ich hab schon wieder vergessen, für was wir das brauchen. Für den hier, ne? Und dann brauchen wir noch so eine Linse. Können wir die Linse schon machen? Die Linse, können wir die machen? Wahrscheinlich nicht. Die müssen wir kaufen, ne? Das habe ich mir nämlich gedacht. Jedenfalls nicht hier. Ja, was nützt uns denn dieser Kram hier, weißt du? Wir brauchen diese Linde aus diesem Laden, weißt du noch? Weißt du noch? Hm. Haben wir davon nicht noch einen? Nee, davon haben wir keinen, ne? So. Den können wir auch da rein tun. Wir haben unseren Roboter fast fertig. Aber wo kriegt er 250 Tacken her? Kann mir einer verraten, wo ich 250 Tacken herkrieg? Wo ich das Geld herkriege, weiß ich immer noch nicht. Ne? Wir machen jetzt mal da rein und das Salatblatt. Können wir noch das eine Fischfilet machen? Oh, wir können noch ganz viel Fischfilet mal kochen. So, Salatblatt. Drei. So. Vielleicht mal zum Flugzeug. Ja, ich denke, müsste gehen, ne? Also, wir machen noch einen Fischsteak. Blümchen können wir uns auch kochen. Wir machen das Essen jetzt hier rein einfach.
Oh, blöd, weißt du das? Was war da noch? So, jetzt haben wir uns mal so richtig den Wanst voll hier. Boah, so satt waren wir ja schon ewig nicht mehr. So, und das Feuer können wir hier noch das nochmal reinlegen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Biomasse können wir hier auch reintun. So. Arkon, viel Spaß im Lurk, ja. Die Lurken ist jetzt tatsächlich nicht, aber das möchte ich tatsächlich. Philipp hat recht, wir können ja noch mal ganz kurz zum Flugzeug fliegen. Wir müssen uns ja heute Nacht schon wieder sowieso um die Würmer kümmern. Expedition starten. Dann zeig mal. Dann zeig mal. Oha. Zerlegen. Zerlegen. So. Oh, da ist so ein Wurm. Schatz, könntest du sie... Was? Schatz, könntest du sie für diese Dame loswerden? Artikel des Mariquium. In Cosmopolis geht es immer heiß her. Das berühmte, berüchtigte Film- und Musiksternchen Retro-Diva Mariquin wurde erneut Arm in Arm flanierend gesichert. Wieder brodelt die Gerüchteküche darüber, dass Mannequin bla 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 bla. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, oder? Was haben wir denn hier noch? Ja, die Code wäre 1, 2, 3, 4. Nein, natürlich nicht. Warte mal. Kriegen wir den Code hier raus? Frag für einen Freund. Nee, da kriegen wir den nicht raus. Geh mal weiter da. Weiter da können wir nicht, ne? Da hier ist nichts. Entwertetes Ticket. Was wohl das Reiseziel dieses Tickets war, sonniges Küstenresort oder doch eher militärischer Flugzeugträger? Vielleicht ja keins von beiden. Nun ist es mit Elektrositenschleim übersät und unleserlich. Okay, dankeschön. Hilft uns nur nicht. Können wir hier noch irgendwas antickern? Da ist nur das Dings. Ach, steht hier was drauf auf dem Ticket? 8421, 8421 vielleicht. Lieber Jason, schlaf gut. Mal gucken, ob 8421 geht. Oh, hier ist noch einer, guck mal. 8421, beschriebenes Ticket. Hier ist das Glücksticket. Du kannst immer noch so etwas wie einen Code erkennen, der mit Marker drauf geschrieben würde. Da steht 19. Das 80? 8019? Oder 6019? 8019? 6019? Was denkt ihr, was da drauf steht? 8? Ich glaube, das erste ist eine 8. 3919? 3919? Warte, 391 89. 391 891. Hä? Oder 69. 69.
6, 9. Da steht 1,9. Leider hat das Salzwasser einige der Ziffern verunstaltet, wo wohl die andere Hälfte der Zahlenkombination abgeblieben ist. Warte mal, wir können. Da war doch vorher noch einer. Bei dem anderen da vorne. Warte mal. Dann ist ja die andere Hälfte bei dem, oder was? Nö. Hier sieht man ja gar nichts drauf. Bei dem sieht man nichts. Liegen hier denn noch mehr Leichen rum? Okay. Hier noch eine? Ne? Sieht aus wie 6. 3019. Hatte ich schon. Also ich finde, das sieht aus wie eine 3 oder eine 8 hier. Das hier sieht, ja, es könnte eine 9 sein oder eine 0, ne? Das ist jetzt eine 6019. Aber bei dem anderen Ticket steht ja nichts drauf und hier ist ja nichts zu lesen. Das ist ja hier nicht. Die Affäre ist ja hier total unnötig. Ja, hier ist gar nichts zu sehen. Hier ist gar nichts zu sehen. Weiter vor kann ich nicht. Gibt nur diese 3. Das ist hier ein voller Kreis, aber das könnte eine 3, das könnte auch eine 2 sein. 6219. 6219. Oh. 9919, das ist auch eine Idee, habe ich noch gar nicht probiert, siehst du, weil es 9919. Leider nicht. Auch nicht. Eine 9 ist es nicht, weil der Haken geht bei der 9 hier so hoch. Ich glaube, das ist eine 0. Ich glaube, das ist eine 0, das zweite. Das erste kann 6, 8, 3,
Warte mal. 1 0 1 2 0 1 9 2 0 1 9. Hier wird es nicht sein. 5 könnte es noch sein. 5 0 1 6 1 8 1. Das. Wie kann man das denn sichtbar machen? 8819. 8819. Acht, fünf, eins, neun. Acht, fünf, eins, neun. Nein. Ich zeige euch das nochmal. Weil das hier sieht ja aus wie so eine, wie so ein, ich würde jetzt hier so sagen, das ist eine 6. Könnte aber auch rund eine 8 sein. 3, 5, 1, 9. 2, die andere Hälfte der Zahlenkombination geblieben. Aber hier ist nur dieses blöde Ticket. Dann sagt mir, dass hier irgendwas drin steht. Die Beliebtheitswertung von ist astronomisch jedoch nicht die richtige Wortwahl. Da hier Sturzflüge zu beobachten sind, dies könnte Alkoholvorliebe, ihre Leidenschaft und Skandal gedulden. Zur Vernunft kommt und diese kurzlebige Affäre schnell beendet, wird ihr hoffentlich auch Marikens Karriere. Weiß nicht, was hier ist. Hier irgendwo was zu sehen? Eine Zahl? Nee. Da ist nichts zu sehen und auf diesem Ticket ist das recht nicht. Von dem hier. Da ist ja auch nichts zu sehen. Oh, Herzchen. Ja, kann ich nicht lösen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht lösen. Ich weiß es einfach nicht. Die Frau ist bekannt, dass die letzten Technologietests zur Bewusstseinsdigitalisierung abgeschlossen haben. Nein. Artikel. Bitte antworten. Echobasis, hören Sie mich. Statisches Rauschen. Dies hier ist ein Mariken Brondas Flugzeug. Bitte antworten. Wir werden für unsere Notlandung Kosmopolis ansteuern. Einer der Motoren steht in Flammen. Vielleicht wurde ein Vogel in die Turbine gesogen. Ich kann doch nichts dafür, wenn die im Sturzflug auf mich zukommen. Bodenkontrolle, es brennt an Bord. Bitte kommen. Wir verlieren an Höhe. Wir müssen eine Notwasserlandung machen. Hier spricht der Kapitän. Wir müssen notlanden. Falls die Piloten Hilfe brauchen, hier der vierstellige Code zum Cockpit. 26. Ich sag dazu jetzt nichts. Oh nein, wir haben keinen Strom mehr. Der Server ist ausgefallen. Vögel, das sind keine Vögel. Sie hämmern am Rumpf.
Weniger als eine Minute bis zum Aufprall im Wasser. Das Voreinflugszeichen liegt bei Null. Das hier ist Marken Brondos Flugzeug. Bitte. Ah! Okay, damit haben wir das Rätsels Lösung. Ich schäme mir. Okay, warte. 26, 1, 9. Oh, nach so vielen Jahren wird die Prinzessin endlich von ihrem Prinzen gerettet. Was? Oh nein. Was? Ich habe mich so in ihn verliebt, dass ich fast in Ohnmacht fiel. Es war, als wäre ich nach einem endlosen Albtraum an einem schönen Ort aufgewacht. Als wir voneinander getrennt wurden, wollte ich zu der Jukebox werden, die er immer benutzte, damit er mich wieder berühren und mir Leben schenken würde, wie zuvor schon. Aber jetzt bist du hier, Schatz, und ich glaube, ich habe mich wieder verliebt. Öffne deinen Chat, Schatz, ich schicke dir ein Küsschen. Ich helfe doch gern, aber ich kenne dich kaum. Du weißt nicht, wer ich bin? Vielleicht hast du mich noch nie gesehen. Ich war in letzter Zeit in keinem Film. Aber ich bin sicher, du hast mich schon singen gehört. Ich bin Retro-Diva Marikin Brondo höchstpersönlich. Du darfst mich Mary nennen. Es kommt nicht oft vor, dass man von einem Superstar um Hilfe gebeten wird. Bitte, Schatz, rette mich aus diesem Dreckloch. Meine armen Androiden hören sonst nie wieder meine Schlaflieder. Aber ich kann eine Jazzballade über deine Taten singen. Oder mit Musik für die richtige Stimmung sorgen. Dich diesem Schicksal zu überlassen wäre unmenschlich, gelinde gesagt. Ich habe gesehen, was die Elektrositen anrichten können. Ich helfe dir, nach Hause zu kommen. Es tut mir leid. Okay, jetzt haben wir die mit nach Hause geschleppt, oder was? Ich hoffe nicht. Oh, die bringen natürlich die Jukebox hierher. Und ich kann die nicht tragen. Dann geh doch dahin und rede mit ihr. Du weißt schon, Schatz, dass die Landeplattform einfach nicht der richtige Ort für den Star von Kaliber ist. Kannst du die Bühne für mich finden oder ein gemütliches Plätzchen an der Bar, damit ich mich inspirieren kann? Okay. Wollen wir sie hier lassen erstmal, ja, ne? Komm, wir lassen sie. Wir lassen sie jetzt erstmal hier. Ihr Lieben. Voilà, wie gefällt dir dein neuer Platz? Keine Frau ist so glücklich wie eine Frau, die von einem tapferen Helden gerettet wird, Schatz. Oh, ich weiß genau, wie ich dir danken kann. Mit Geld. Marikin braucht es nicht. Ich habe lieber Männer mit Geld anstatt ein eigenes. Nimm es. Für mich sieht es zwar nur so aus wie Kritzeleien, aber man sagt mir, damit könnte man irgendeine Farm bauen. Ich bin auf einer Farm groß geworden, wusstest du das? Ja, Marikin hat früher Hühner gefüttert, aber dieser Entwurf ist nicht so für eine Farm. Damit kann man Geld farmen. Eine Kryptofarm wäre äußerst nützlich. Ich kenne ein paar Geschäfte, die U-Münzen nehmen. Danke, Mary. Du revanchierst dich schon irgendwann bei mir. Wer weiß, vielleicht kaufst du mir eine bunte Hintergrundbeleuchtung für mein zartes Gehäuse. Okay, wir haben jetzt jede Menge Aufgaben bekommen. Baue einen Mini-Roboter, baue eine Kryptoform, gebackene Pilze, erlerne das Rezept. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber nicht mehr heute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also wir sind vorgedrungen in weitere Gefilde. Wenn ich dann weiß, wie wir die großen Pflanzen loswerden, dann sage ich euch Bescheid. Oh, guck mal hier. Warte, da ist ein Salat. Ein Salat. Hier werden wir demnächst dann auch rüber müssen. Darüber. Da kann man jetzt noch nicht hingucken.
Die Stadt ist riesig. Gibt es schon eine... warte mal, M? Gibt es noch keine M, ne? Also, wir haben hier noch jede Menge zu tun. Es ist klein, fusselig Arbeit. Aber ich glaube, ihr habt da Bock drauf. Hoffe ich zumindest. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Vielleicht verjagt sie mit ihrem Gesang die Würmer. Das wäre ja auch mal eine Maßnahme. Damit wir dieses Dach zu unserem schönsten Zuhause machen können, was es dann gibt. So, ihr Lieben, wir speichern.